So, liebe, herzlich willkommen zurück zu Mad Mike's der Piloten. Wir sind mal wieder in Cube World, einem, wie schon etlich mal angesprochenen Klon, würde ich es nicht nennen, von Minecraft, sondern einer, der sich hier von der Optik her zumindest dran angelehnt hat und dem Spielverhalten eines Action, wie auch immer, MMO, eher MMO. Und ich bin jetzt gerade in dem Distrikt von Garrock City, der für die Pets gedacht ist und versuche mich hier mal ein bisschen zu orientieren, was ich eigentlich machen kann. Wahrscheinlich kann ich auch Pets kaufen. Das ist die Sägeschmiede, wie auch immer, die ich letztens erst schon gefunden habe. In den Sack kann man nicht reingucken, das habe ich schon mal probiert. So, das ist jetzt aber der Pet-District. Das ist die Frage, ob ich hier irgendwo ein Schild finde, das dann sagt, ja, hier kannst du Haustiere kaufen. Oder ob man einfach nur Haustiere rumsausen, die, ups, sieht. Und diese eventuell dann einfach zähmen kann. Aber es sieht im ersten Moment zumindest nicht so aus. Da, hier ist ein Inn. Okay, das ist mit Betten und so. Das interessiert mich jetzt weniger. Das ist ein Wiederbelebungsschrein hier vorne. Das weiß ich auch schon. Mit einer richtig großen Treppe. Ah! Ein böser Mensch. Ich mach dich platt. Böser Mensch. Mal erstmal ein bisschen natzen. Hab sie. Alles klar. Was soll das denn gerade? Regeneriere ich eigentlich auch, wenn ich rumsitze? Nee, scheinbar nicht. Wieso war hier denn bitte ein feindlicher Mensch am Dorfrand? Unglaublich. Mal kurz einen Trank runterschlucken. So, bin voll. Alles klar. Hier ist aber sonst nichts. Sieht nicht so aus. Nee, nee, hier ist definitiv nichts mehr. Na gut, dann wir müssen ja eh nach Nordosten. Ich habe ja gesagt, Richtung gekreuzte Schwerter. Nächste müsste da oben sein. Also da so, in die Richtung. Das wird eine ganz schöne Reise, also los geht's. Aber ich will auch ein paar Level machen. Ich bin ja gerade bei Stufe 1. Und auf dem Berg, da sieht man sicherlich auch ein bisschen mehr. Ganz schön hohe Berge. Und da sieht man auch, da hinten läuft irgendwas rum. Das fliegt wohl eher rum. Zumindest soll es einen Anschein erwecken. Hui! Aber jetzt bin ich auf den Bäumen. Man kann schon ein bisschen gut in den Nordosten gucken. Es wird langsam dunkel im Übrigen. Ich weiß nicht, was dann für Viecher hier rumlaufen. Da unten läuft auch irgendwas Komisches rum. Hier, unten bin ich, hier oben bin ich sicherlich sicherer. Da ist zum Beispiel ein Lagerplatz. Das ist schon mal ziemlich nice. Cotton. Das ist gut, brauche ich. Daraus kann ich nämlich nachher tatsächlich was basteln. So, hier kann man wie gesagt craften, aber ich habe momentan nichts zum Craften, deswegen lassen wir es mal wieder sein. Ausruhen kann man sich auch und ansonsten. Ah, die lassen wir mal in Ruhe, die Elfen. Bin ja auch einer, eigentlich durften sie mich gar nicht angreifen. Man braucht jedenfalls keine Pickaxe und man braucht auch keinen Hammer oder so. Man kann hier alles RPG-technisch einsammeln, mitnehmen und dann verarbeiten. Das ist schon ganz praktisch. Pilz nehmen wir auch mal mit. Nordosten, einfach merken. Da läuft übrigens Blaues durch die Gegend. Kann nichts Gutes sein. Ah, da ist noch so eine Cotton Plant. Bah, wir haben es gegeben. Der Schurke. Das ist aber ein komischer blauer Vogel da oben. Das ist ein Peacock. Ah, aber der ist nicht böse, der ist nur neutral. Alles klar. Und noch so ein paar von den Blumen mit. Die sind wichtig zum Heilen. Damit kann ich Heiltränke herstellen. Und wandere weiter Richtung Nordosten. Nicht vergessen, wenn ihr irgendwo mal was sehen solltet, das nach Cotton aussieht, schreien, dass ich es übersehen habe. So, die Musik, wie gesagt, gibt es anscheinend noch nicht im Spiel. Da ist wieder ein Wiederbelebungsschrein, ist ganz gut. Wenn man stirbt, hat man einen kleinen Debuff für eine gewisse Zeit. Ich habe noch nicht herausgefunden, welche Art Debuff, aber man hat einen. Das ist dann so ein lila Rumgefrickel um einen, wie so eine kleine Stinkeblase. Also halt mal was, wenn man irgendwelche Auswüchse hat. So, nehmen wir mal das hier. Ich laufe mir meine armen kleinen, nicht vorhandenen Beine wund. Mit Füßen, die aussehen wie Paddel. Das ist auch keine Höhle. Ja, graben kann man dementsprechend leider auch nicht. Das ist das, was mir so fehlt. Man kann in Terraria, so wie in Minecraft, Terraria ist ja unser All-Time-Super-Runner, so viel mehr machen, dass mir das hier echt fehlt. Also MMOs gibt es schon genug. Ich meine, die ist schon. Das ist halt eine Open World mit Klötzchen-Grafik. Ist das eine Höhle da oben? Ja, das ist eine Höhle.
Nehmen wir mal die Lampe raus. Also der Klötzchen Grafik MMO-Geschichte. Und jetzt sind wir in einer Höhle. Oh, da gibt es einen Leuchtepilz. Ein Schimmer-Mushroom, nehmen wir gleich mal mit. Ah, Erz. Erzilein, du musst nicht traurig sein. Ah, das Licht ist natürlich nicht. Das ist eine Fledermaus. Hab's. Gibt natürlich auch leider nur einen XP. Also bringt man nicht so viel. Das Gute ist aber wirklich, das ist eine recht gute Höhle. Da kann ich ein bisschen Zeug abbauen. Klettern kann man auch, das ist auch ziemlich cool. Gibt's auch so nicht unbedingt. Habt ihr Fledermaus schon gesehen? Kann du? Mana ist voll, sehr schön. Voll, 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 voll. Zack. Ich stoppte die halt. Da muss ich nicht so viel ausweichen. So, hier ist nochmal Erz. Drei Stück, drei Nuggets. Das ist etwas Größeres gewesen. Ja. Oh, das macht ganz schön Aua. Schnell raus hier. Mal gucken, dass ich hier noch schnell rauskomme. Da war er schon wieder im Übrigen. Ich trinke mal die Potion und gucke, dass ich hier nach Nordosten wieder irgendwie komme. Also um den Hügel rum. Müsste da hoch sein. Da hänge ich sie bestimmt auch gleich ab. Jetzt sind immer noch hinter mir, ich weiß. So, jetzt müsste ich sie eigentlich gleich abgehängt haben. Ist gar nicht so einfach. Die verfolgen einen nämlich recht, relativ lange. Ich habe noch keine Ahnung, wie das mit dem Fallschaden aussieht. Deswegen versuche ich ein bisschen. Ah, gut, hab's abgehängt. So, ich guck mal wieder, wie das mit dem Fallschaden aussieht hier. Es tut weh, alles klar. Man kann also nicht ewig weit runterspringen. Ist aber liebevoll gemacht. So, Baum, rette mich! Baumhüpfer, ich bin ja ein Elf und so. Hüpf. Oh, aua, aua, wieder aufs Kreuz gelegt. Das ist ein riesiger Boulder. Aber es hat sich gelohnt. Ein bisschen Material haben wir uns besorgen können. Zum Craften, naja. Wie gesagt, tauchen kann man wohl irgendwie nicht. Okay, was auch immer das gerade war. Das ist jetzt interessant. Also schwimmen kann man, das sieht sehr lustig aus. Ja, man kann doch tauchen, tatsächlich. Oh, ein Wolf. Im Wasser. Das Dumme ist, das Ausweichen hilft eigentlich gar nicht so sehr. Come on. Weggekrittet, 7 Punkte. Also schon gar nicht mehr schlecht. Schnell nochmal die Potion getrunken. Nuckel, nuckel, nuckel. Und in 10 Punkten bin ich Stufe 2. Aber was ich hier nicht gesehen habe, das war schon irgendwie gerade ziemlich arschig. Sonst ist die Grafik ja ganz nett. Hier oben ist im Übrigen wieder eine Wiederbelebungsstatue. Und da ist nochmal so ein kleiner ein kleines Blumengedöns dran. Hep. Und hier oben ist es, glaube ich, ganz cool. Das ist halt, das Tolle ist, man kann halt hüpfen und dann klettern. So kommt man auch ganz gut auf Bäume drauf und kann die Bäume auch als, sag ich mal, Travel-Möglichkeit nutzen. So zum Beispiel. Und dann ist man so ein richtiger Baumjumper. Natürlich macht das mit mehreren mehr Spaß, das ist ganz klar. Allerdings ist es halt trotzdem eine Art Mini-MMO und daher lohnt es sich wirklich mehr, wenn ihr irgendwann mal einen Server macht. Jetzt springen wir ins Wasser, mal gucken, ob das funktioniert. Jo, das ging gut. Das sind im Übrigen Lemon Beetles, da gehen wir schnell wieder raus. Ihr könnt nicht klettern, oder? Oh doch, ihr könnt klettern. Mal also gucken. Oh. Oh, sind drei. Da bin ich jetzt aber eigentlich. Raus hier. Raus. Komme ich da hoch? Ja, alles klar. Bin in Sicherheit. Da kommt er nicht hoch, oder? Oh, scheiße. Ich komme doch hoch. Weg hier. Ja, renne. Macht nichts. Hauptsache trinken. Ja, drei sind für die Stufe echt zu viel. Vor allem mit dem Equipment. Das ist ja echt ein Witz. Dass ich mir aua. Achso, nee, kämpfen gegen irgendwas anderes. Oder irgendwas kämpft gegen irgendwas. Mir ist auch egal. Hauptsache weg hier. Ha, halt. Ging's denn? Kann ich mit Sicherheit nochmal gebrauchen, um irgendwas herzustellen. Mal Crafting. Ging's denn? Super. Dafür brauche ich. Nee, hier. Ein Campfire. Okay, ich brauche also wirklich ein Feuerchen. Ein Lagerfeuerchen.
haben wir noch ein bisschen ein Shrubbery, ein Busch. Nehmen wir das Zeug noch mit. So. Und jetzt müssen wir gucken. Moment, ich kann sowas herstellen, nämlich die Potions. Ich habe nämlich noch 8 Wasserfläschchen mitgenommen. Da basteln wir nochmal ganz schnell 8 Tränke. Dann habe ich wenigstens wieder ein paar mehr. So, 19 Stück habe ich. Sehr schön. Und dann geht es direkt weiter. Nordosten haben wir gesagt, richtig? Nordosten, alles klar. Wie weit bin ich noch entfernt von den Schwertern? Sehe ich die überhaupt noch? Oh. Ah, nee, da rechts von mir. Am Hügel. Also quasi da rechts von mir ist dann da irgendwo. Das ist ein, ich glaube, das ist sogar da. Hier dieses riesige Ding. Hüpf. Bin echt mal gespannt, was da ist. Wahrscheinlich haut es mich so aus dem Latschen. Einmal kurz ins Wasser. Das war ziemlich niedriges Wasser. Aua. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass es mir gleich ganz, ganz dreckig gehen wird hier. Frogman, aber die sehen nicht böse aus. So, bin ich jetzt schon da? Kurz mal gucken nochmal. Das ist dieser riesige, riesige Berg, genau links von mir. Also wirklich der da. Oder was? Oder der hier muss es sein, genau. Und da ist ein... Das sind zwei Schwerter gewesen. Gekreuzte. Könnte es heißen, dass er ein Dungeon ist? Weiß ich natürlich nicht. Defeat the Ruler on the Rock of Gelan. Das ist wohl jetzt die Aufgabe. Also muss ich da wohl hoch. Problem ist nur, da ist noch was im Weg. Nämlich ein Skull Bull. So, wie komme ich da hoch? Ich laufe jetzt erstmal drumherum. Habe jetzt also eine Aufgabe bekommen. Ist natürlich toll, so als Stufe 1. Was ist das denn? Eine Krähe? Tatsächlich. Da irgendwie hochzukommen. Geht. Man kann schon hoch. Also, es geht schon. Man kann ja klettern und so. Allerdings fällt man auch irgendwann runter. Deswegen muss man halt überlegen, wie man am besten hochkommt. Vor allem, wenn man Stamina immer wieder auffüllen lassen muss. Ich versuche es mal auf die Klettermaxe Art und Weise. Nämlich, indem ich hier immer so etwas höher hüpfe. Derp. Stamina ist ready. Hoch. Ja. Yeah. So, okay. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen auf die Seite gehen. Komm dann noch ein bisschen höher. Hüpf. Jawohl, fein gemacht. Rock of Galien. Immer ein Stückchen höher. Das ist, selbst mit der Taschenlampe, die ich habe, oder was das ist, nicht so einfach. Und wenn ich runterfalle, bin ich ziemlich platt. Puh. Ich bin schon ganz schön hoch. Und wie gesagt, als Minecrafter wäre das kein Problem. Aber es ist kein Minecraft. Mir fällt mir gerade ein, dass das eine dumme Idee war. Oh, das Stamina braucht aber auch immer ewig, bis es neu da ist. Hier hoch ist mir übrigens eine gute Idee gewesen. Komm. Ja, sehr gut. Nochmal ein Stückchen höher, sehr schön. Jetzt kann ich hier noch lang. Ich glaube, ich habe so einen Punkt gefunden, wo ich nicht so einfach weiterkomme. Und ich glaube, ich... Ah. Nein. Ja. Müssen wir gucken, wie ich hier... Oh, nein. Au, 103 Schaden. Das tat doch weh. Vielleicht doch außenrum irgendwie hochkommen. Der ist aber auch ganz schön hoch. Wie soll man da hochkommen? Ohne sich das Kreuz zu brechen. Das tut weh. Nee, ist okay. Hab's überlebt. Dann geh ich doch mal außenrum. Und hier kann ich wenigstens hochlaufen, ohne den ganzen hüpfen zu müssen. Ja, kommt man auch nicht hin. Okay. Hopp. Das sieht von der Rückseite sogar irgendwie einfacher aus. Im ersten Moment zumindest. Halt. Geronimo! Klettern! Ja, geschafft. Ja, würde ich gerne, aber erstmal muss man da hochkommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ihr Spackos. So. Meine lieben Leute, das ist gar nicht so einfach hier. Denn das ist wieder so eine Einkerbung. Man muss also tatsächlich kraxeln. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Nein. Oh, scheiße. Also wer Höhenangst hat, sollte das nicht machen. Ah, fuck. Jetzt kann ich direkt wieder runtergehen. Ich glaube, das bringt nichts mehr, oder? Oder warte mal, vielleicht komme ich doch hier so seitlich hoch. Aufgeben gibt's nicht.
Da, so. Anu, hier über die Seite vielleicht? Also hier so über die Seite? Das könnte funktionieren. Nein, das funktioniert nicht. Aber da ist nochmal so eine. So ein Außending. Huh. Klettern. Oh, das geht tief runter jetzt, Jungs. Ah, ich bin tot. Und da sind wir wieder. Also Respawn geht recht schnell. Man verliert wohl auch nichts. Das ist also nicht ganz so tragisch. Okay, also diese Messerchen sind in jedem Fall, jetzt ist auch markiert worden. Das sind spezielle Bosse, spezielle Aufgaben, die man machen kann. Somit hat sich das alles schon mal, dieses Mysterium, geklärt. Wir machen eine kleine Pause an der Stelle. Ich werde noch ein bisschen weiter zocken. Bis demnächst, Mad Mike. Der Bioten hier in Rockhausen. Naja, zu ähnlich. Naja, zu ähnlich.